Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Heute gibt es mal wieder eine Top 40 Ausgabe vom Danielsko, die besten 40 Wochencharts. In der dritten Woche im Jahr 2023 sind wir ja schon angekommen. Das sind hier die Charts vom 15. Januar. Also ist auch mittlerweile schon fast eine Woche wieder her. Wir haben heute Freitag und das sind hier die Charts vom letzten Sonntag. Und da wollen wir natürlich wissen, welche Songs sind dieses Mal hier dabei in den Top 40. Es haben natürlich auch wieder ein paar neue Songs auch reingeschafft in Countdown und es gab einige Veränderungen. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob die Top 3 der Vorwoche noch genauso ist. Da hatten wir nämlich letztes Mal auf Platz 3 Medusa mit Sparks. Auf der 2 war Ennio mit König der Nachbarschaft und auf Platz 1 hatten wir Martin Garrix mit Hero. Und da ist natürlich die Frage, haben wir jetzt in der dritten Ausgabe schon den dritten Nummer 1 Song hier in diesem Jahr oder bleibt Martin Garrix mit Hero an der Spitze? Das erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn ihr dran bleibt. Wir beginnen wie immer ganz unten im Countdown auf Platz 40. Und da starten wir dieses Mal rein mit Aiden Foyer, The Ballad Girl. Letztes Mal auf Platz 36 gewesen, dieses Mal geht es 4 Plätze runter auf unsere Schlussposition auf Platz 40 in der 6. Chartwoche. Wir machen weiter mit Platz 39 und ich habe ja davor im Intro, sei ich mal, schon angesprochen. Es haben einige neue Songs hier auch den Weg in dieser Woche reingefunden in die Charts. So auch der neue Song von Letters Sent Home, die waren ja mit Born to Die letztes Jahr 2022 schon mal in den Charts. Jetzt sind die auch mit ihrem neuen Song Phoenix hier in die Charts neu eingestiegen auf Platz 39. Der erste Neuzugang ist ein Rocksong hier von Letters Sent Home auf der 39. Wir machen weiter mit Platz 38 und da haben wir jetzt den Absteiger der Woche. Kein Song hat mehr Plätze verloren im Vergleich zum letzten Mal und da geht es wirklich deutlich runter für Softkill mit Magic Garden. Letztes Mal noch Platz 12 gewesen im Countdown, also knapp die Top 10 verpasst sozusagen. Dieses Mal ist 26 Plätze runter auf die 38, das ist wirklich schon ordentlich. Wir machen jetzt weiter mit Platz 35, auch für den Song geht es runter, aber nicht ganz so krass wie für diesen Hit. Dermot Kennedy mit Kiss Me, letztes Mal die 30, diesmal 7 Plätze runter auf die 37 und das in der 6. Chartwoche ist das, denke ich, schon zu verkraften. Wir machen dann zweiter Platz 36 und auch für den Song geht es bergab hier im Countdown, nämlich für Adel Tawil mit der Autobahn. Letztes Mal knapp die Top 20 verpasst, auf der 21 notiert gewesen, dieses Mal geht es ganze 15 Plätze runter hier auf die 36. Also es hat sich definitiv einiges schon mal getan. Können wir nach 5 Positionen schon mal festhalten. Wir unterbrechen den Countdown kurz und gehen zu dem Herrn, der letztes Jahr beim Eurovision Song Contest dabei war für Deutschland, nämlich Malik Harris hat einen neuen Song, Dreamer heißt der und das ist unsere erste Neuvorstellung. Neuvorstellungen sind immer die Songs, die ihr reinvoten könnt, auch in die nächste Chartausgabe, die es hier auf dem Verein schaffen können. Meistens schaffen es auch immer alle Songs rein, aber auch nicht immer. Wir machen jetzt weiter mit Platz 35 und da kann sich den Song verbessern im Vergleich zum letzten Mal. Tegan and Sarah haben jetzt mit I Can't Grow Up beim letzten Mal, bei der letzten Ausgabe vom 8. Januar war der Song auf der Schlussposition, auf Platz 40. Dieses Mal konnte sich der Song in der 7. Chartwoche nochmal 5 Plätze verbessern auf die 35. Wir machen weiter mit Platz 34 und da haben wir den zweiten Neuzugang und haben jetzt Musik von The Hound am Start zusammen mit Dylan. You Know I'm No Good auf der 34 neu dabei hier im Countdown. Weiter geht's mit Platz 33 und da haben wir jetzt Musik von Blancmange am Start. Eine Band, die in den 80er Jahren wirklich den einen oder anderen Hit hatte und letztes Jahr 2022 mit Why With Few mal wieder ein Album rausgehauen hat und da war auch What's Your Name drauf, der Song. Beim letzten Mal auf der 25, dieses Mal geht's 8 Plätze runter auf die 33 und das in der 5. Chartwoche. Mittlerweile. Wir machen jetzt weiter mit einem Song, der auch deutlich bergab ging, auch einer der Absteiger hier in dieser Woche, nämlich Paramore mit Tenue. Ist letztes Mal noch Platz 13 gewesen, dieses Mal geht es ganze 19 Plätze runter auf die 32. Weiter geht's mit Platz 31 und da kann sich wieder ein Song verbessern im Vergleich zum letzten Mal. Leicht bergauf geht es für S-King Alexandria mit See What's On The Inside. In der 7. Chartwoche von der 33 nochmal 2 Plätze verbessert auf Platz 31. Wir kommen gleich zu den Top 30, aber zuvor gibt es jetzt den zweiten brandneuen Song, der es beim nächsten Mal einschaffen könnte in den Countdown. Und von der Band war 2021 ein Song in den Jahreseinschart auf Platz 1 gewesen. Also immer wenn Musik von Skillet bei mir dabei ist in den Charts, dann
weiß man schon, der Song wird in den Charts ordentlich abgehen. So auch der Song. Hört sich definitiv vielversprechend an von der Rockband. Skillet Psycho in My Head, der neue Song von ihnen auf jeden Fall. Mit Surviving the Game waren sie ja 2021 in den Jahresendcharts auf Platz 1. Das war so ein bisschen die Band, die ich 2021, also vor mittlerweile fast 2 Jahren, neu entdeckt habe. Und die, ja, jetzt wieder einen neuen Song haben, die erst beim nächsten Mal reinschaffen könnte in den Countdown. Reingeschafft hat es also auf jeden Fall in dieser Woche Jupiter Jones, Musik aus Deutschland, vielleicht auf Platz 30. Und das ist somit unser dritter von insgesamt 7 Neuzugängen hier in dieser Woche. Ja, wir machen weiter mit Platz 29 und da geht es ein bisschen runter für Tia Costello, Say It To My Face. Letztes Mal auf Platz 20 gewesen, dieses Mal reicht es nur noch hier für die 29. 9 Plätze bergab ging's. Ja, jetzt kommen wir auch auf Platz 28 zu einem weiteren Absteiger der Woche sozusagen. Ganze 24 Plätze geht es runter für Loi mit Gold. Letztes Mal noch Platz 4 gewesen, also noch mittendrin hier in den Top 10. Dieses Mal reicht es nur noch für Platz 28. Das sind minus 24 Plätze im Vergleich zum letzten Mal. Ja, nur ein Song hat tatsächlich mehr Plätze verloren. Das war auf Platz 38 Softkill mit Magic Garden. Das waren ja 26 Plätze. Also 2 mehr. Ja, wir machen jetzt weiter einen Song, der sich wieder mal leicht verbessern kann hier im Countdown, nämlich Hemlock Springs mit Girlfriend. Der Song begleitet uns hier auch schon eine ganze Weile hier im Countdown, schon mittlerweile 2 Monate dabei. Mitte November neu eingestiegen im Countdown, mittlerweile hätte sich der Song 8 Wochen in den Charts, dieses Mal sogar nochmal ein bisschen verbessert. Auf die 27 geht's wieder rauf. Wir machen jetzt weiter mit Avril Lavigne und Mercury in Retrograde. Also ihr seht schon, es hat sich ordentlich was verändert im Countdown. Letztes Mal noch Platz 10 gewesen für den Song. Dieses Mal nur noch Platz 26. Wir machen jetzt weiter mit einer weiteren 80er-Band, die mal wieder was Neues herausgebracht hat, nämlich die La Soul. Könnt ihr euch noch an die Band aus den 80ern erinnern? Die haben jetzt wieder was Neues rausgebracht und ja, der Song heißt The Magic Number und könnte es beim nächsten Mal hier reinschaffen. Hört sich definitiv interessant an, geht Richtung Rap tatsächlich schon mal. Das ist auch eine Musikrichtung, wo ich nicht so oft Songs hier wirklich rein, ne, vote, weil das nicht so meine Musikrichtung ist, aber der Song, der gefällt mir auf jeden Fall und der könnte es beim nächsten Mal neu reinschaffen. Neu reingeschafft hat auf jeden Fall der 4. Neuzugang in dieser Woche. Ilse de Lange haben wir jetzt am Start mit Drown Us Out und für sie ist es eine Premiere. Zum ersten Mal ist ein Song von ihr bei mir in den Top 40 Wochencharts dabei. Wir machen jetzt weiter mit einem Song, der sich verbessern kann im Vergleich zum letzten Mal, nämlich 100 Reasons mit The Old School Away. Vom Platz 29 geht es 5 Plätze rauf auf die 24 in der 3. Chartwoche. Ebenfalls in der 3. Chartwoche und ebenfalls verbessert hat sich der Song auf Platz 23, nämlich Wham! Zusammen mit Roxanne Emery Echoes. Von der 35 geht es gleich 12 Plätze rauf auf die 23. Ja, wir machen jetzt weiter mit Platz 22. Da haben wir jetzt Musik von Half Alive, Nobody. Auch der Song schon einige Zeit hier im Countdown dabei. 6 Wochen mittlerweile schon. Von der 15 geht es jetzt raus aus den Top 20 auf die 22. Minus 7 Plätze somit. Ja, weiter geht's mit Musik aus Deutschland auf Platz 21 von Revolverheld, Wenn du jetzt hier wärst. Letztes Mal auf das 27 nur eingestiegen, dieses Mal geht es für den Song 6 Plätze nach vorne auf die 21. Wir sind bei der Halbzeit angekommen und da gibt es jetzt Neuverschlag Nummer 4 und da haben wir jetzt Musik von Seafood am Start. See, I'm sorry. Und auch der Song hat Chancen beim nächsten Mal hier dabei zu sein in den Top 40. Ihr könnt natürlich wie immer dann auch abstimmen. Unten in den Kommentaren findet ihr auf jeden Fall einen Link dann wieder zur neuen Abstimmung. Und da könnt ihr für eure Lieblingssongs auf jeden Fall voten. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Platz 20. Wir sind in den Top 10 endlich angekommen. Da haben wir jetzt Musik aus Japan von Chin, der Astronaut, von der neuen 11 Plätze runter auf die 20 in der 5. Chartwoche. Wir machen jetzt weiter mit einem Song, der sich deutlich verbessern kann im Vergleich zum letzten Mal, nämlich Olly Murs, Dancing on Cars. Von der 34 geht's rauf 15 Plätze auf die 19. In der 2. Woche ist der Song dabei. Wir machen jetzt weiter mit Urlaubsfeeling, No United mit Holiday. Auch der Song hat es reingeschafft, Neuzugang hier gleich mal auf Platz 18, neu eingestiegen. Der dritthöchste in dieser Woche. Wir machen jetzt weiter mit Triple S und Generation, der Song kann sich auch wieder verbessern. Von der 26 geht es gleich 9 Plätze hoch auf die 17 in der 5. Woche. Ja, weiter geht's mit Kaino, Musik aus Norwegen, Knights of Thunder. Der Song geht auch raus aus den Top 10 in dieser Woche von Platz 8, 8 Plätze runter auf die 16. Wir machen jetzt weiter mit Neuverschlag Nummer 5 und da haben wir jetzt Musik von den Circa Waves am Start, Never Going Under. Und auch von der Band gab es noch nie einen Song hier bei mir in den Wochencharts. Und das wäre auch eine Premiere, wenn es der Song hier neu reinschafft, mit dem Pferd hier im Cover. Sehr schön auf jeden Fall.
Wir machen jetzt weiter mit Platz 15 auch. Der Song kann sich wieder ein bisschen nach vorne schieben, ein bisschen verbessern im Vergleich zum letzten Mal. Picture This mit Get On My Love von der 19 plus 4 Plätze rauf auf die 15. Beim letzten Mal ist Laura Marano neu eingestiegen mit dem Countdown auf Platz 11. Dieses Mal geht's leicht bergab, 3 Plätze auf die 14 für Bad Time, Good Time. Ja Leute, wir machen jetzt weiter mit Platz 13 und da haben wir den zweithöchsten Neuzugang diese Woche. Iggy Pop mit Comments gleich mal auf Platz 13 hier neu eingestiegen im Countdown. Wir nähern uns mit großen Schritten den Top 10, aber zuvor gibt es jetzt Musik von Rednecks noch. Glad Rex Yak hier auf Platz 12 in dieser Woche gelandet. Von der 17 geht es da 5 Plätze rauf. Ja, rausgefallen aus den Top 10 in dieser Woche ist Ennio mit König der Nachbarschaft. Letztes Mal Platz 2 knapp die Spitzenposition verpasst, dieses Mal ja knapp die Top 10 verpasst. Auf Platz 11 abgerutscht, minus 9 Plätze im Vergleich zum letzten Mal. Wir sind gleich angekommen bei den Top 10, aber zuvor mal der 6. Neuzugang, beziehungsweise die 6. Neuvorstellung hier für die nächste Woche. Da haben wir jetzt Musik von Leonie am Start, Somewhere in Between, und einige sagen, das könnte der nächste große Hit von ihr werden. Letztes Jahr war sie ja mit Remedy in den Charts bei mir auch dabei gewesen, einige Wochen, und Somewhere in Between hat definitiv richtig gute Chancen, beim nächsten Mal neu einzusteigen hier im Countdown. Kylie Jepsen hat es geschafft, letzte Woche neu einzusteigen in die Charts auf Platz 18. Dieses Mal geht es 8 Plätze rauf und somit rein in die Top 10 auf Platz 10. Wir machen weiter mit Platz 9 und da haben wir ja eine ehemalige Nummer 1 hier im Countdown. Vor 2 Wochen die erste Nummer 1 im Jahr 2023. Gleich mal auf Platz 1, damals neu eingestiegen. The Answer mit Blood Rubber. Dann sind sie aber von Platz 1 ja ganze 13 Plätze abgeschürzt auf Platz 14. Und jetzt sind sie ja wieder drinnen in den Top 10 auf Platz 9. Ja, apropos Nummer 1. Das war auch eine ehemalige Nummer 1, nämlich die Nummer 1 von der letzten Woche. Martin Garrix zusammen mit JVKA Hero. Und somit heißt es, wir haben die 3. Woche im Jahr 2023 und ja, dann schon die 3. Nummer 1. Es ist wieder eine brandneue Nummer 1 hier, ganz oben gelandet. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem höchsten Neuzugang hier in dieser Woche und da haben wir jetzt die Imagine Dragons am Start. Symphony, gleich mal auf Platz 7 neu eingestiegen, auch immer wenn die Imagine Dragons was rausbringen, einen Song, dann landet der in den Charts relativ weit oben. Wir machen jetzt weiter mit einem Aufsteiger der Woche, gibt aber tatsächlich noch einen Song, der ja, sich noch deutlicher verbessern konnte. Hier haben wir jetzt erstmal auf dem 6. Platz Story of the Year mit Take the Ride. Ein richtig guter Song, wie ich finde. Von der Platz 23 kann sich der Song 17 Plätze nach vorne schieben auf den 6. Platz hier in der 2. Chartwoche. Wir kommen gleich zu den Top 5. Aber zuvor gibt es noch einen neuen Song hier, den ihr reinvoten könnt in den Countdown. Nämlich L. King hat was Neues. Accent O's war ihr erster großer Song, ihr Durchbruchsong sozusagen. Und ja, jetzt hat sie auf jeden Fall wieder was Neues rausgebracht. Tulsa heißt ihr neuer Song. Und der könnte es beim nächsten Mal hier neu einschaffen. In die Top 40. Wir machen es weiter mit Dance Sound hier von Medusa zusammen mit DIL30 und Malikoa. Sparks, letztes Mal schon in den Top 5 auch gewesen, auf Platz 3 sogar. Dieses Mal geht es 2 Plätze runter auf die 5. Und somit, ja, alle Songs gehört, die letzte Woche in den Top 3 waren. Also es hat sich da oben einiges verändert. Wir machen jetzt weiter mit Platz 4. Bevor wir zu den Top 3 kommen, haben wir jetzt noch The Wombats am Start mit Dressed to Kill. Letztes Mal auch schon in Top 10 gewesen auf Platz 7. Dieses Mal geht es 3 Plätze hoch auf die 4. Ja, wir haben jetzt den Aufsteiger der Woche am Start. Von Platz 32, 29 Plätze verbessert auf Platz 3. Beltas Only zusammen mit Michi Modell und Simone Denny, Superstar. Das ist wirklich der Aufsteiger der Woche. Schon krass, 29 Plätze verbessert in der 2. Chartwoche. Ja, wir machen jetzt weiter mit Michael Patrick Kelly zusammen mit Joachim und Wonders vom Platz 5, 3 Plätze rauf auf die 2 und somit auch nur knapp die Top 1 verpasst. Die Spitzenposition, die geht in dieser Woche, ja, wer hätte es gedacht, an Joel Corey zusammen mit Tom Grennan und Lionheart. Der Song, ja, letzte Woche höchster Neuzugang gewesen und da habe ich schon gesagt, das könnte ein Hit werden. Und ja, er ist auf Platz 1 angekommen, der Song. Und da ist natürlich die Frage, hält sich der Song eine 2. Woche an der Spitze oder gibt es beim nächsten Mal schon wieder eine neue Nummer 1? Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.